Willkommen zur dritten Folge meiner Videoserie zum Wirecard-Untersuchungsausschuss. Wirecard, der größte Finanzskandal der jüngeren deutschen Geschichte. Auch ein großer Bilanzskandal, ein Geldwäscheskandal und ja, auch ein Geheimdienstskandal. Und seit meinem zweiten Video ist einiges passiert. Wir hatten zum Beispiel Dr. Markus Braun, den CEO von Wirecard, zu Gast. Nicht ganz freiwillig, denn er wollte sich einer Befragung entziehen. Und wir haben vor dem Bundesgerichtshof durchgesetzt, dass er sich nicht verstecken konnte, dass er durch das Fotografen-Spalier gehen musste und sein Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen musste. Denn Dr. Markus Braun hat argumentiert, das Risiko sei zu groß für ihn, eine persönliche Vernehmung durchzuführen. Man müsse das per Video machen, denn er könne sich sonst mit Corona anstecken. Ich nehme die Corona-Pandemie ernst, aber es ist schon wirklich auch, ja, es macht einen wütend, wie ein Mann wie Markus Braun jetzt die Corona-Pandemie benutzt und für was Corona alles herhalten muss. Jede Kassierin, jeder Polizist, jeder Busfahrer, die gehen ihrer Arbeit nach, stehen oder sitzen, je nachdem, was ihre Aufgabe ist, in überfüllten Bussen und setzen sich täglich dem Risiko einer Infektion aus, haben viel weniger soziale Absicherung als Herr Braun und dann kommt so etwas von diesem Mann. Wir waren erfolgreich, er musste eben antanzen und viele macht es wütend, dass er ganz wenig gesagt hat. Die sagen, welchen Sinn haben Untersuchungsausschüsse überhaupt, wenn zum Beispiel ein Andi Scheuer weiter Verkehrsminister sein kann, wenn ein Markus Braun dort keine Aussage tätigen muss, denn er hat ja in der Sache fast nichts gesagt. Wir müssen unterscheiden. Ein Untersuchungsausschuss ist kein Gericht. Das ist ganz wichtig, denn ich, Fabi De Masi, als Politiker einer bestimmten Partei, bin nicht geeignet, über jemand ein Urteil zu sprechen, denn ich verfolge ja womöglich auch politische Interessen. Meine Sichtweisen sind sehr stark geprägt von dem Wunsch, dann zum Beispiel ein gutes Wahlergebnis zu erzielen und deswegen sollte ein Untersuchungsausschuss kein Gericht sein. Aber man darf vor einem Untersuchungsausschuss auch nicht die Unwahrheit sagen oder lügen. Und es gibt auch häufig Situationen, wo sich vor dem Untersuchungsausschuss neue Erkenntnisse ergeben, die dann auch im Strafprozess relevant sein können. Und deswegen ist ein Untersuchungsausschuss eher eine Tatortbegehung. Wir erzählen den Fall für die Öffentlichkeit nach. Wir inspizieren den Tatort, damit sich die Öffentlichkeit selbst ein Urteil bilden kann. Und insofern bin ich gar nicht so sehr enttäuscht über die unzureichende Bereitschaft von Dr. Markus Braun zur Aussage, denn er hat damit das bestätigt, was ich auch angenommen habe, er hat etwas zu verbergen. Er hat etwas zu verbergen, weil er nämlich bisher nicht bereit war, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Das hat er aber als Grund vorangeschoben. Er wolle erst gegenüber der Staatsanwaltschaft aussagen. Unter Druck hat er dann gegenüber mir auch zugestanden, er sei ab dem nächsten Tag, das war ein Donnerstag, also dem Freitag, bereit, vor der Staatsanwaltschaft eine Aussage zu tätigen. Es ist von daher jetzt ein leichtes für Journalisten bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen, ob er das gemacht hat. Wenn er das nicht gemacht hat, zeigt dies, dass er total unglaubwürdig ist. Und diese Unglaubwürdigkeit oder die fehlende Glaubwürdigkeit, für die wir ihn ja auch haben antanzen lassen, weil es eben dazugehört, sich auch einen Eindruck zu machen von der Körperhaltung, ob die Hände zittern, ob der Blick ausweicht oder ähnliches. Diese Augenscheinnahme ist so wichtig, weil sich daraus natürlich auch andere Dinge ableiten. Wenn Herr Braun zum Beispiel sagt, er sei Opfer eines Betrugs, das sei alles Jan Marschalek gewesen, der jetzt bequemerweise abgetaucht ist und den niemand mehr befragen kann, dann ist das natürlich wenig glaubwürdig, wenn das aus dem Munde dieses Mannes kommt, der ja jede Aussage verweigert. Es ist auch wenig glaubwürdig, wenn Herr Braun sagt, die Politik träfe keine Schuld, die Aufsichtsbehörden träfe keine Schuld. Denn was ist das für ein Mann, der diese Aussage trifft? Und insofern hatte diese Befragung auch ihren Sinn. Und wir haben dann auch Fragen gestellt, die sehr banal klingen. Ich habe ihn zum Beispiel nach seiner Doktorarbeit gefragt. Was hat das mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun, könnte man meinen? Nun, erstens, Herr Braun hat das Recht, eine Aussage zu verweigern, wenn er sich dadurch selbst im Strafprozess belastet.
Er muss aber beantworten, zum Beispiel, was er denn besprochen hat mit Herrn Kukies, dem Staatssekretär von Olaf Scholz, am Geburtstag von Herrn Braun, am 5. November 2019, es sei denn, sie hätten dort etwas Strafbares verabredet. Aber auch das wollte er nicht beantworten. Und eine Doktorarbeit kann genauso relevant sein. Denn die Frage stellt sich ja, hat er tatsächlich auch ein seriöses Tagesgeschäft betrieben bei Wirecard? Hat er wirklich den Payment-Markt verstanden? Was hat ihn qualifiziert? Kann er wiedergeben, was er davor gemacht hat? Und wir können eben mit sehr trivialen Fragen demonstrieren, dass er selbst die einfachsten Dinge nicht bereit ist, offenbar zu beantworten, weil er Angst hat, dass er dann vielleicht irgendetwas offenbart, was ihn anschließend dann doch belasten könnte. Das ist seine Verteidigung. Er sagt, es gebe die sogenannte Mosaiktheorie und selbst wenn es nicht um etwas Strafbares geht, könne er keine Aussage treffen, weil sich das ja in ein Gesamtbild einfügen könnte, was dann im Endeffekt auch Auswirkungen auf den Strafprozess haben könnte. Also wenn er zum Beispiel irgendwelche Dinge offenbart, die nicht strafbar sind, aber die jetzt vielleicht nicht die Sympathie für ihn erhöhen. Ich habe ihm eine sehr persönliche Frage gestellt, und zwar die, ob er eine Tochter hat. Und nicht, weil seine Tochter irgendetwas dafür kann, dass sie die Tochter von Markus Braun ist. Ich lasse die persönliche Ebene meistens auch draußen, aber ich fand es wichtig, dass er seiner Familie doch einmal erklärt, ob er Zahlungen abgewickelt hat für Kinderpornografie oder nicht. Denn das ist ein Vorwurf, der im Raum steht. Und ich wollte mir eben auch einen Eindruck davon verschaffen, ob es zutrifft, dass, wie es oft behauptet wird, Markus Braun am Ende Skrupel gehabt hätte, seit er eine Familie gehabt hätte, weniger involviert gewesen sei in diese kriminellen Aktivitäten. Eines ist zumindest ganz sicher nach dem Auftritt von Markus Braun. Jeder, der in diesem Raum war, konnte die Atmosphäre spüren, konnte spüren, dass dieser Mann, vor dem die Staatsanwaltschaft warnt, sie hat gesagt, ich dürfe gar nicht in Blickkontakt mit anderen Zeugen geraten, weil das diese verunsichern könnte und ihre Aussagebereitschaft eben treffen könnte. Er war also der Pate mit dieses Systems bei Wirecard. Und jeder, der in diesem Raum war, hat das gespürt, dass dieser Mann sehr verschlossen ist, dass dieser Mann offenbar mit einer hohen kriminellen Energie gesegnet ist und nicht bereit ist, der Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen. Und deswegen war dies dennoch ein wertvoller Augenblick, ein wertvoller Termin. Und wenn wir jetzt immerhin erreicht haben, dass er angekündigt hat, er stünde ja der Staatsanwaltschaft bereit und erst dann unserem Untersuchungsausschuss, ja, dann muss jetzt eben der Druck hochgezogen werden, auch von der Staatsanwaltschaft, dass sie ihn einvernehmen. Und wenn Journalisten jetzt dort nachfragen, ob er eine Aussage getätigt hat und es kommt heraus, er hat keine Aussage getätigt, dann wäre dies ein weiteres Puzzleteil, um zu belegen, er hat erneut die Unwahrheit gesagt. Wir werden jetzt entsprechend Zwangsmaßnahmen hoffentlich prüfen. Zumindest FDP, Grüne, Linke sind dazu bereit. Und dann werden wir sehen, ob der Bundesgerichtshof ihm diese umfassende Aussageverweigerung zubilligt, von der er Gebrauch gemacht hat. Deswegen haben wir auch viele Fragen gestellt, von denen wir wussten, dass wir jetzt keine Antwort erhalten. Aber dann kann der Bundesgerichtshof eben beurteilen, ob auch in diesen Fällen das Aussageverweigerungsrecht gegriffen hat. Abschließend haben wir dann auch noch gehört Tina Kleingarn. Sie ist jetzt Aufsichtsrätin bei Deutsche Wohnen, zuvor bei Wirecard. Und sie war mit einem großen Selbstbewusstsein gesegnet. Sie hat im Prinzip gesagt, Wirecard, das war eine tolle Erfolgsgeschichte im Payment-Markt. Sie hat allerdings dann irgendwann ihr Aufsichtsratmandat niedergelegt, weil es zu Verwerfungen kam, auch mit dem Vorstand. Aus meiner Sicht hat sie wohl gespürt, vielleicht auch gewusst, dass es dort Aktivitäten gibt, für die sie ihren Kopf nicht mehr hinhalten wollte. Interessant war, dass sie gesagt hat, sie hätte das Geschäftsmodell verstanden. Wenn es aber sehr banale Fragen gab, zum Beispiel, ob sie denn Kenntnisse darüber gehabt habe, dass die Abwicklung von Zahlungen für Online-Wetten, also für Online-Glücksspiel in den USA hochstrafbar illegal ist
auch in Deutschland übrigens gab es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Wirecard Bank deswegen. Dann sagte sie auf einmal, ihr sei die Rechtslage nicht richtig bewusst gewesen. Das heißt, sie hat sich versucht zu schützen, damit sie nicht sich selber dort belastet. Und ich nehme ihr das ehrlich gesagt nicht wirklich ab, dass sie all diese Dinge nicht überblickt hat. Wenn sie die nicht überblickt hat, dann fragt man sich, wie kann sie dann behaupten, sie habe das Geschäftsmodell von Wirecard verstanden, denn das war eins ihrer Kerngeschäfte. Und es stellt sich auch die Frage, ob man als Aufsichtsrat nicht zum Beispiel die Presseberichterstattung über das Unternehmen, wo man Aufsichtsrat ist, zur Kenntnis nehmen sollte. Sie hat auch die Panama Papers und die Paradise Papers und vieles andere durcheinander geworfen, als sie sagte, ja, da hätte sie kritische Artikel wahrgenommen. Sie hat gesagt, dass sie sich mit diesen Treuhandkonten nicht wirklich auseinandergesetzt habe bei den Drittpartnerfirmen. Das sei für sie nicht auffällig gewesen, dass sich dort quasi die Gewinne stapelten, vieles andere mehr. Und da hat man doch auch gemerkt, dass es ein Thema gewesen sein muss, auch im Aufsichtsrat, dass es dort zumindest viele fragwürdige Geschäftspraktiken gibt, weil sie immer wieder Anlässe erwähnt hat, wo bestimmte Dinge thematisiert wurden, aber dann nicht näher ins Detail gehen wollte und gesagt hat, ja, das habe sie nicht mehr richtig in Erinnerung oder hier gäbe es eben, sei ihr die Rechtslage nicht bewusst gewesen. Dennoch war das ein sehr aufschlussreiches Gespräch für uns und wir haben dann nochmal aus dem Gefängnis jeweils Freiherr Stefan von Erfer, den Cousin der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch, der auch beschuldigt ist, und eben Oliver Bellenhaus auch noch einmal einvernommen, aber sehr kurz, denn während Herr von Erfer uns noch verklagen wollte, vor kurzem, ist er dann wohl auch zur Besinnung gekommen, über Nacht in einer Gefängniszelle, und hat sich entschieden, auch bei uns eine Aussage zu machen, hat aber gesagt, er möchte erst bei der Staatsanwaltschaft aussagen, und wir haben ihn dann einvernommen, um von ihm die Zusage zu erhalten, dass dies noch im Dezember erfolgen wird, damit wir ihn im Januar befragen können, und zwar nicht nur zu Dingen, die er sagen muss, die ihn also nicht im Strafprozess belasten, sondern umfassend. Und offenbar hat er sich jetzt aus dem Schatten von Markus Braun gelöst, dies zumindest angekündigt, das werden wir dann überprüfen. Und unter dem Eindruck des Blitzlichtgewitters eines Untersuchungsausschusses uns diese Zusage gemacht. Und Herr Bellenhaus, der ist eh schon der Kronzeuge bei der Staatsanwaltschaft, der ist bereit auszupacken. Der hat sich als einziger entschuldigt. Davon können sich die Kleinanleger zum Beispiel, die ihre Lebensersparnisse verloren haben, nichts kaufen. Aber es ist schon mal mehr als selbst der Chef der deutschen Finanzaufsicht, Felix Hufeld. Herr Bellenhaus hat sich entschuldigt und hat eben auch eine Aussage im Januar angekündigt. Allerdings war er am Anfang auch nicht bereit, das zeitlich einzugrenzen. Dann haben wir ihm angeboten, dass wir ihn dann doch jetzt gleich vernehmen, auch womöglich über mehrere Stunden. Und nach kurzer Beratungspause mit seinem Anwalt hat er dem dann zugestimmt. Jetzt stehen wir vor der nächsten Sitzung. Dort wird es um die Wirtschaftsprüfer gehen, die also immer diese Testate ausgestellt haben, obwohl es ganz viel fragwürdige Zahlen gab in den Bilanzen von Wirecard. Einige von denen wollen sich auch wieder einer Aussage entziehen. Das ist aber für uns völlig normales Geschäft in einem Untersuchungsausschuss. Auch hier können wir wieder zum Beispiel Ordnungsgelder verhängen und dann kann diese Frage der Bundesgerichtshof entscheiden. EY, die Wirtschaftsprüfer, die über Jahre das Testat durchgewunken haben, die argumentieren so: Wir dürfen gar nicht eine Aussage machen, weil uns davon erst der Vorstand bzw. Aufsichtsrat als die Organe von Wirecard entbinden müssen. Das ist natürlich schon putzig, denn ich glaube nicht, dass Jan Marschalek jetzt in der Lage ist, EY wegen Verletzung von Verschwiegenheitspflichten zu verklagen. Und es gibt diesen Vorstand und Aufsichtsrat ja in der Form faktisch nicht mehr. Es gibt einen Insolvenzverwalter und der hat auch EY von der Verschwiegenheit entbunden. Und es gibt eben unterschiedliche Rechtsauffassungen, ob das hinreichend ist. Wir sind der Überzeugung, dass die Rechtsauffassung, wonach das hinreichend ist, wenn der Insolvenzverwalter das macht, die überwiegende Rechtsmeinung ist. Und wir können das aber nicht durch den Bundesgerichtshof überprüfen lassen, sondern wir können das nur, wenn wir zum Beispiel ein
Ordnungsgeld verhängen und dann im Endeffekt EY sich dagegen wehrt und dann kann das einer Klärung zugeführt werden. Allerdings KPMG hat zum Beispiel gesagt, sie sind bereit zu einer Aussage. Auch bei KPMG gibt es kritische Fragen, die sich dort stellen. Und insofern wird das eine interessante Sitzung. Wir werden auch mit einem Vertreter einer Anwaltskanzlei sprechen, die eben diese Expansion von Wirecards Geschäften in Asien begleitet hat. Und auch dort stellen sich viele, viele kritische Fragen. Es bleibt also weiterhin spannend. Und wir denken, dass insbesondere der Dezember spannend wird, wenn wir uns auch nochmal mit dem China-Geschäft, dem Lobbying für Wirecard in China durch die Bundesregierung befassen werden und im Januar dann eben auch Herr von Erfer und Herrn Bellenhaus hören werden. Und wir sehen mal, was mit Dr. Markus Braun passiert. Der Wirecard-Krimi geht indessen weiter. Jeden Tag kommen neue Sachen ans Licht, zum Beispiel, dass auch bei der staatlichen KfW, bei der Tochter IPEX, die eben Kredite an Wirecard vergeben hat, dass man diesen Kredit nicht besichert hat und gleichzeitig Mitarbeiter auch wie bei der Finanzaufsicht BaFin eben mit Wirecard-Papieren gezockt haben. Das alles ist doch sehr erstaunlich und macht viele, viele Menschen wütend. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen uns die Aufklärung selber verschaffen. Die wird uns nicht geschenkt. Deswegen freue ich mich, wenn Sie und ihr die Arbeit des Untersuchungsausschusses weiter verfolgen und niemals kapitulieren. Wir stehen erst am Anfang der Aufklärung. Wir sind ganz entspannt und gut gelaunt, weil die ganzen Spielchen, die wir da erleben, ob das Markus Braun oder EY ist, auf die sind wir vorbereitet, auf die sind wir eingestellt und es gibt überhaupt keinen Grund, deswegen zu verzweifeln. Soweit. Bleiben Sie, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.